Jo Leute, Chung19 hier mit einem neuen Projektchen, also ein kleines Mini-Projektchen. Und zwar Garfield Lasagna World Tour. Also die Lasagna Welt Tour. Ja, für mich gänzlich neu. Ich probiere das jetzt mit euch. Von den Optionen her habe ich ja alles, glaube ich, mal so eingestellt. Vom Sound und den Abenteuermodus. Werden wir mal gemeinsam durchzocken. Ich habe nur kurz reingeschnuppert. Es ist sogar auf Deutsch. Yeah, wer hätte das gedacht? Ist mir entgangen damals. Gut. Ich war mal großer Garfield-Fan, aber hör mir mal zu jetzt. Du weißt, dass ich dich wirklich mag. Und das ist noch untertrieben. Aber du musst jetzt gehen. Aus Staatsgründen. Okay, eigentlich aus Magengründen, aber... Ah, was? Odi, mein Kuchen. Verrat. Dieses Verbrechen verdient die Höchststrafe. Was? Hörst du auch, was ich höre? Eine große Schatzsuche und lebenslange Lasagne als Belohnung? Weißt du, was das heißt? Hallo? Jemand zu Hause? Ach, vergiss es und komm mit. Also ich müsste lügen, aber es ist, glaube ich, nicht das Original Synchronsprecher. Ist schon zu lange her. So. Wir sind auf dem Weg zum Schatzsucherladen. Wir brauchen ein Radargerät, um die Hinweise zu finden. Ja, ein Radargerät, um die Hinweise zu finden. Gut, wir haben anscheinend 4 Herzen, 9 Leben, 2 mehr als was eine Katze übrig hat, ne? So. So. Aha, Fußtritt geht. Und springen kann ich auch. Und pfeifen kann ich auch. Gut. Ah, da ist schon was. Berlibo. Ist das nicht der Bobo? War das nicht? Ah, da ist auch einer. Aber was bringt mir der? Keine Ahnung. So. Ha! Mülltonnen umhauen, ja. Yeah. Okay, eine nette Aufnahme, danke. Oh, Mülltonnen! Okay, das Spiel will mir sagen, dort gehören wir nicht hin. Dann... Oh Gott, er kommt wirklich angerannt. Dann gehen wir dahin, ja? Ich will ja nichts sagen, aber meine hochentwickelte Muskulatur bedeutet, dass ich springen und klammern kann wie eine Wildkatze. Na gut, ich kann nicht sehr hoch oder weit springen, aber das ist normal. Ich würde mir doch wehtun, wenn ich aus großer Höhe runterfalle. Ja, drücke die X-Taste, um zu springen. Hinweis! Gut, gehen wir nochmal in die Optionen. Weiß nicht, ob das mit Sound zu tun hat. Damit wir den besser hören. Probieren wir es einfach mal. So, alle ab, alle ab. Bodo, der Bär. In Wahrheit bin ich eine zarte und empfindsame kleine Kreatur. Das war nur ein Scherz. Denke mal. Seit wann bist du das? Warst du noch nie, Garfield? Ja, wer kennt denn nicht den kleinen Kater, den Verfressenen? So. Trotz meines 100%igen Sehvermögens habe ich mit manchen Hindernissen Schwierigkeiten. Okay. Für diesen Fall habe ich was entwickelt, das mir ungemein hilft. Ich guck einfach woanders hin. Okay. Aha. Da haben wir den Schlüssel. Gut, mit dem kommen wir weiter. Kann ich doch die Tür aufsperren? Nein. Geht wahrscheinlich nur für die eine, oder? Ja. Oh. Autsch. Nicht. Und niemand kann mich an der Lasagnejagd hindern. Und erst recht kein räudiger Köter. Weckt bloß nicht die reißende Bestie, die in mir schlummert. Oje. Das kann dann schön gefährlich werden. Ja, das Hotdog hier füllt wieder unser Leben auf. Wer hätte es gedacht? Okay.
Na los. Fußtritt des Todes. Okay, da geht's weiter. Eine Pistole? Ernsthaft? Ich krieg eine Pistole. Hey, ich hab ein Kostüm gefunden. Aber es ist doch gar nicht Karneval. Die schicken Kostüme verleihen dir neue Kräfte, wenn du sie trägst. Ah, cool. Los, das macht Spaß. Ah, okay. Interessant. Okay. Also es gibt sogar Kostüme, die Fähigkeiten verleihen. Erinnert mich gerade an Ape Escape 3. Der Schlüssel liegt mir zu hoch. Das wäre eine perfekte Mission für Kettler mit Jane. Bin ja schon dabei. Keine Panik. So. So. Ups, falsche App. Perfekt. Vielen Dank. Öffne dich, oh Schlüssel. Da mein Teddybär. Was passiert, wenn ich alle Teddybären erwische? Erwischt. Ich verhafte dich wegen des illegalen Imports von Lasagne. Ich muss diese Ladung sofort beschlagnahmen. Tut mir leid, ne? Ich schieße einmal auf ihn. Ups. Irgendwie zählt das nicht. Naja, gut. Dann halt so. Oh, ein Pechi. Bodo. Ich sage jetzt mal Bodo. Ihr müsst jetzt lügen, wie er heißt. Ja, da müssen wir hier runter. Ups. Und weiter geht's. Also sehr linear. Muss ich schon sagen. Also Erkundungsdrang wird hier nicht groß geschrieben für mich. Aber macht nix. Ich warne dich, ich werde nicht schwimmen. Sehe ich vielleicht aus wie ein Biber? Na büssi, Ansätze hast. Wenn ich also ins Wasser falle, heißt das Endstation für mich. Oh, okay. Was macht man in dem Fall? Da kommt schon der heiß ersehnte Schalter. Aber wir können eine Ausnahme machen, ne? Oder? Machen wir eine Ausnahme-App. So. Oh je, der Ode tritt. Der Ode tritt. Okay, genial. Er tritt ja ohne sowieso in die Cartoons immer wieder gern. Warum dann nicht deinen Nutzen daraus ziehen? Ne? So. Wo kämen wir denn hin? Okay. Auto? Da haben wir auf alle Fälle ein Bärchen. Was? Aha, nach einem Treffer verliere ich dann das Kostüm, verstehe. So. Deswegen lag der Revolver dann auch hier herum. Das erklärt auch einiges. So, ab ins Haus. Wep. Holt sie mir der Bruder. Jetzt geht's auf zur Lasagnenjagd. Okay, das ist ein Zeitschalter sozusagen. Dieser Schalter steuert die Öffnung des Radarfensters. Er muss gedrückt gehalten werden, damit ich das Radar nehmen kann. Verstehe.
Ja, wer hätte gedacht, dass Odi tatsächlich für was nützlich ist? Odi, hoch mit dir! Ja, ich rufe ihn schon. Ruf jetzt Odi ab, Herr. Stell sicher, dass er auf dem Schalter stehen bleibt. Was machen wir das so? Gut. Guter Hund. Doof, aber gehorsam. Wenigstens etwas. Genau. Bevor wir ihn wieder herumkicken werden. So. Ah, falsche Seite. Hier. Wir haben das Radar. Guter Junge. Ah, da kann sogar pudeln. Gut. Oh, da ist ein Bärli. Upp. Ah, ich glaube, ab 10 kriegt man ein Leben. Mehr für mehr sind die nicht. Okay. Naja, dann. Dann wissen wir das auch jetzt. So, Radar. Technisch. Puzzle mal. Da haben wir was, einen Schlüssel. Dankeschön. So. Und da heißt es, es hat sich noch niemand zu Tode geschämt. Und wofür oh. Sind die gut? Hier gibt's eine versteckte Kamera, richtig? Oje. Runde 1? Was? Ah! Okay. Runde 2! Quicktime-Event! Runde 3? Wer 3 Runden gewinnt, kommt weiter. Und da flog er im Homebogen. Tschüss, tschüss! Ja, gegen den Riesen kommt man noch nicht an. Vielleicht später mal. Natürlich wollen wir speichern. Ja, das war wahrscheinlich das erste Level schon. Huey! Ja, macht Laune das Spiel. Gefällt mir. Gefällt mir. Das werden wir durch. Das werden wir durchzocken. So, weiter geht's. Vielleicht schaffen wir noch ein Level. Wir haben erst 12 Minuten. Lauf, Odi, lauf! Oh. Wenn diese beiden Irren uns fangen, wird das kein Zuckerschlecken. Verstehe. Pass auf, das ist eine Baustelle, um Himmels Willen, weich doch den Hindernissen aus. Ich bin dabei, Junge, ich bin dabei, kipp cool. Oh. Der hüpft aber ziemlich hoch. Autsch. Ah. Zum Glück kann ich uns hier wegbringen. Okay. Autsch. Das war nur ein Scherz. Nicht schlecht für einen räudigen Köter. Pass auf! Spring, Odi! Das redet mir ein Crash Bandicoot. Das haben die abgeguckt, ne? Oh! Na, jetzt wird schon. Oh. Es wird schon kritisch. Mit meinem einen Herz, ne? Was? Wer hatte mich eingeholt? Hä? Sprintet der selber nach vorne oder was? Ich kann nicht schneller laufen. Ich würde es gern machen. Aber wir haben eine Standardgeschwindigkeit. Oh Gott. Vielleicht habe ich zu viel herumgehampelt. Düdüd. Achtung, rennende Katze! Oder Hund, besser gesagt. Okay, sie sind sehr oh Gott. Sie sind sehr gnädig mit ihr Leben. Es ist ja auch ein Kinderspiel normalerweise. Ja, man dachte, ich brauche mal. Autsch. Was nicht forderndes. Sicherheit, der öffentliche. Na dann, renn, Junge. Das passiert immer, wenn mich jemand streichelt. Ich kratze. Tja, na dann greift man dich am besten nicht an. Aha, was ist das? Sieh mal, Odi. Ein neuer Hinweis.
Ist das nicht ein unglaublicher Zufall? Ja, genau. Ich hatte schon Angst, dass wir diesmal nach Ägypten reisen müssen. Ah, die Schlangen, die Hitze, der Sand in den Augen. Wenn ich nur daran denke, würde ich doch glatt lieber wieder schlafen gehen. Tja, das war jetzt ein kurzes Level. Ja, gut, auch, warum nicht? Lauf, Odi, lauf. Lauf, Forrest, lauf! Du bist gebraucht. Gut, dann können wir uns das nächste Level noch anschauen. Sind wir jetzt wirklich in Ägypten? Oh je. Okay. Also die Gegner und so sind immer dieselben. Gut, verstehe. Oh. Macht da nichts mal. Heiliger Turban. Ich glaube, das ist nicht der erste Teil. Schweben geht, bin ich dabei. Sich bewegen, ohne sich anstrengen zu müssen. Das taugt, okay? Okay. Das war nix. Ich hasse Montag. Heute ist doch Montag. Das stimmt sogar, die Aufnahme erfolgt dann am Montag. Was? Wow. Ich wollte gerade sagen, warum geht sich das nicht aus? Okay, jetzt hab ich Hilfestellungen. So. Halt dich fest, Kater. Ja, es macht Fun. Das Game macht sichtlich Fun, muss ich sagen. Was haben wir da hinten? Teddybär! Komm mal mit. Das ist sogar gleich 5 wert, ne? Wie vorhin schon. Bob, hab's noch nicht erwähnt. Hab's eh mitbekommen, keine Angst. So doof bin ich auch nicht. Bob. Rein ins alte Ägypten. Turban Time. Okay, oh. Spring auf Eddys Rücken, da bist du doppelt so schnell. Okay. Los, das macht Spaß. Okay. Na, nettes neues Feature. Hui, Abrakasam! Abrakasam! Weg da. Das war kein Schlangenbeschwerer, aber ich weiß damit umzugehen. Weg da. So. Oh, Teddybär, Teddybär. Und schon haben wir wieder ein Leben ergattert. Ich höre Flammen irgendwie. Wow, das war jetzt schon knapp. Da muss ich in Odi reinschießen, ne? Sehe ich es richtig? Ja. Da ist der Fußball. Gib mir den Fußball. So. Bin da schon. Ja. Nur die Panik auf der Titanic. Tschüss! Komm her. Dankeschön. Genau das wollte ich. Hallo. Okay, der Sarkophag öffnet sie. Da muss ich sogar ein Odi hinstellen. Oh, eine Pizza. Nice. Komm her mal, Odi-Lein. So.
Aha. Da war nix. Da kann ich runterschwimmen, aber das muss ich jetzt nicht machen. So, ich muss denn da rein, genau. So, weg da. Kater. Ah, Hund. Kater. Genial. So. Okay. Odi, komm her mal. Dankeschön. Kann ich einen auf Turban machen? Aha, da ist sogar was. Ich muss ihn mal herholen. Danke, der Odi kommt auch überall hin. Da ist es. Da ist es in der Ecke. Buddel mal schön. Der Schlüssel der Freiheit. Dankeschön. Jetzt ist kein Odi mehr da drauf, ne? Traurig, ne? Aber egal. Dann gehen wir eine kleine Ehrenrunde nochmal. Wuppi, zack. Das packen wir noch. Odi, her da. Du bist gebraucht. Und ich bin mal drin. Wutsch. So, das lasse ich alles. Interessiert mich nicht. Man kriegt ja nur Bärchen hier. Die Türe schließt. Gefährlich. Aha. Hätte ich auch gesagt. Wie kommst du drauf? Ich halte mich immer an mein Motto. Ich schlage niemanden, der größer ist als ich. Das soll Odi lieber tun. Na los, Odi, hoch mit dir. Ja, hoch mit dir. Komm her mal. So. Hopp. So, triffst du den noch so? Hopp. Nice. Einfach hinterrücks. Das gefällt mir. Ja, diese Rätsel sind auch nett. So. Einmal rüber und komm wieder zu mir. Komm her. Blapp. So. Okay, dann gehen wir darauf. Auf alle Fälle einen Schlüssel, sonst geht's nicht weiter. Oh mein Gott. Nein! Kamerastau, ich hasse dich gerade. Der Kater unten, draußen mounzt auch schon wieder. Weil er meine Leistung gesehen hat wahrscheinlich. So, dann machen wir das so. Und da drin ist der Schlüssel irgendwo. Wahrscheinlich hier. Komm her. Vielen Dank. Hopp. So. Du kleine Kratzbürste. So. Wie geht die Tür auf? Ah, da unten. Okay. Eigentlich ist Odi hier das Naturtalent wieder, weil er kommt überall hin, wo er will. Nicht so wie Garfield. Der muss sich den Weg erst bahnen. So. Sind wir jetzt dann fertig mit dem Level oder geht's noch weiter? Ein Stück noch. So, Turban-Time. Was ist das? Ich wundere mich, dass ich Odi noch nicht
Okay. Ich habe nie kapiert, was Hunde an Knochen so toll finden. Ich ziehe das Zeug drumherum vor. Wirf den Knochen, damit Ode dorthin läuft, wohin du möchtest. Ah. Wähle Knochen in der Kräfteliste mit der nächsten Kraftkarte. Wirf ihn dann mit X. Stell seinen Flugball mit dem linken Arm durch und stärke des Wurfs mit L und R. Denk dran, wenn Odi den Knochen nicht sieht, den ich geworfen habe, geht er ihm auch nicht suchen und sitzt einfach nur dumm herum. Oh je. Wie immer eben. Es könnte ein bisschen anstrengend werden. Schwimmen ist zu anstrengend. Aber gut für Hunde, denn wenn ich für Odi einen Knochen auf die andere Seite werfe und ich kann dann auf seinen Rücken springen. Wer hat da eben Schmarotzerkatze gesagt? Ich nicht. So. So, du siehst es, gell? Geht sie nicht geradeaus. Gut. Ja, oder wir machen es einfach so. Genau. Odi-Style. Puh, das war jetzt schon ein bisschen knapp. Dieser Sprung. Wird gerade sagen, Battle Arena, oder was? So. Aha, da geht's runter. Da baue ich einen Schlüssel. Und da geht's weiter. Komm her, kleine Schatzsuche. Weg da. So. Und spielen wir wieder den Fußballer. Soll ich Odi da jetzt raufschießen? Ah, okay. Verstehe schon. Ups. Sorry. Weil der verhindert, dass der Strahl weitergeleitet wird. Dann müssen wir da noch rauf. So. Bitte schön, danke. Und jetzt können wir da runter. Nice. Köpfchen. Zu dumm, dass ich keine Bratwürste dabei habe. Mit so einem Strahl könnte man prima bringen. Das glaube ich. Du besonders, ne? Und wir wollen hier speichern. Perfekt. Das nächste Mal, liebe Leute, von heute, machen wir hier weiter. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Schönen Abend doch. Euer Chocobo 19.